Glossar. Die ersten 8 Schritte. Ein Crossrock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß vor den linken kreuzen, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Jetzt folgt ein Chassis mit einer Viertelrechtsdrehung. Wir setzen den rechten Fuß rechts ab, den linken ran, machen die Vierteldrehung nach rechts und setzen den rechten vorn ab. Jetzt machen wir wieder eine Vierteldrehung nach rechts und ein Chassis nach links. Die Vierteldrehung nach rechts, den linken Fuß absetzen, den rechten ran, den linken Fuß nach links und zum Schluss ein Rockback mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, Gewichtswechsel und wieder zurück. Und das Ganze noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den rechten Fuß hinten auf, indem wir eine Viertel-Linksdrehung machen. Machen wieder eine Viertel-Linksdrehung und setzen den linken Fuß nach links. Jetzt kommt ein Cross-Shuffle nach links. Wir kreuzen den rechten Fuß weit über den linken, locken den linken dahinter ein und setzen noch einmal den rechten Fuß nach vorn. Jetzt folgt ein Shuffle vorwärts mit links und einer Viertel-Linksdrehung. Wir machen die Vierteldrehung nach links, setzen den linken Fuß vorn auf, den rechten ran, den linken Fuß nach vorn und zum Schluss setzen wir den rechten Fuß nach vorn und die linke Fußspitze mit einem Step hinter den rechten Fuß. Diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte sind Lockstep und ein Lockshuffle zurück, zuerst mit links. Wir setzen den linken Fuß nach hinten und dabei gehen wir etwas schräg rüber. Den rechten locken wir davor ein, setzen den linken Fuß nach hinten, locken den rechten davor ein und zum Schluss noch einmal den linken Fuß nach hinten. Diese 4 Schritte machen wir jetzt spiegelverkehrt mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, den linken davor einlocken. Den rechten Fuß nach hinten, den linken davor einlocken und noch einmal den rechten Fuß nach hinten. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte, das ist ein Rockback mit links, den linken Fuß nach hinten. Das Gewicht wechseln und wieder zurück. Jetzt folgt ein Shuffle mit einer halben Rechtsdrehung. Wir machen die halbe Drehung rechts rum, setzen den linken Fuß hinten auf, den rechten ran, den linken Fuß nach hinten. Jetzt folgt ein Rockback mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Und zum Schluss ein Kickboard Change mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn kicken. Den rechten Fuß neben den linken absetzen und gleich den linken Fuß nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4,
5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. In diesem Tanz gibt es auch eine Brücke. Am Ende des 9. Durchgangs werden folgende Schritte hinzugetanzt. Ein Crossrock mit rechts, den rechten Fuß über den linken kreuzen, Gewichtwechsel zurück und gleich ein Seitrock nach rechts mit rechts, den rechten Fuß zur Seite, Gewicht wechseln und zurück. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.